Jo, guten Tag Leute und willkommen zum neuen Part von Clash Royale. Es ist redebedürftiges Zeug, kacke irgendwie alles. Ja, ich sehe, es gab eine legendäre Kiste im Shop und ich hatte vorgestern und ich hatte gestern noch eine Arena 9 Paket im Shop. Habe ich beides geholt hier. Okay, eigentlich wollte ich es verdecken, aber ihr seht schon, ich habe ein Elektro-Magier, aber nicht durch die legendäre Kiste, auch nicht durch die Super-Magie-Kiste, die in dem Arena 9 Paket dabei war. Nimmst du als Super-Magie-Kiste vom Arena 9 Paket? Ich war froh, als ein Legendary war, aber dann war es bloß der da. Jetzt habe ich den Level 2. Ja, hatte ich schon davor Level 2, den habe ich so irgendwann gekriegt. Sieht aber schön mit dem Bart aus. Ein Schnurrbart ist heiß. Nein. Und dann habe ich aus dieser 500 Games Legendary Chest habe ich wirklich bloß einen Inferno-Drache bekommen. Das hat mich ja wirklich ziemlich genervt. Dann habe ich heute ein Video gesehen, eben aus so einer kacke Gratis-Kiste einfach einen Friedhof bekommen. Ich dachte mir nur so, WTF, hallo. Was? So, und dann habe ich eine, ich habe eine Free-to-Play Legendary laut Stats Royale. Habe ich nämlich in 7 Siegen oder so noch, oder 12 Siegen noch kriege ich eine Legendary Chest. Ich habe darauf hingearbeitet, habe ich die gestern Abend bekommen. Ich habe sie dann heute, als ich das Video gesehen habe, fertig gejammt. Und was habe ich bekommen? Aus einer Free-to-Play Legendary Chest einfach ein E-Wizard. Ich bin echt schon. Ich habe echt schon. Also ich habe echt schon ein paar Games gespielt. Es spielt sich wirklich ziemlich gut. Bloß ich mache Spielen, glaube ich, noch teilweise falsch. Also. Ach, das. Aber eigentlich mal verkackt. Der Ton ist so laut. Koi, bitte sag, dass du gut bist. Ich möchte noch ein paar Kronen für die Kronentruhe, aber du hast keine gescheite Starthand, glaube ich. Oh, Kacke, das sind Elite-Barbaren. Ich hasse es. Diese Elite-Barbaren sind so nervig. Du hast keine Chance. Mit jedem Schlag 100. Er macht mit jedem Mal zu Blitz. Man das zwei, nachdem er zwei Blitze feuert, macht er es zweimal. Also macht er 200 Schaden, wenn er haut. Er hat eine Angriffsgeschwindigkeit von 1,8, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und er, wie gesagt, er landet, dieser Knalleffekt, er landet mit einem. Er landet. Ich kann nicht reden. Er landet mit einem. Und Sepp Schaden. Nein, nein, nein. Wenn nicht alle da rein, bitte. Scheiße, Mann, jetzt haben wir einen Päcker noch. Du bist du dumm? Schützt den Turm, schützt den Turm, schützt den Turm, schützt den Turm.
Wir haben hier, wie ihr seht, die Clan-Truhe. Ne, wo ist die denn? Tja, da Truhe. Ich habe schon 18, ich möchte mit dem mal die an die 100 schaffen. Wir haben schon 200 von 1600 Kronen, also. Und. Er gibt mir wenigstens einen Friedhof oder Banditen aus dem. Aus seiner Clan-Truhe irgendwas cool. Irgendwas Neues. Kollege, ich kann dir einen Rambock anbieten. Okay. Wir haben einfach drei Hits rauskriegt. Oh mein Gott. Wir haben einfach einen scheiß Inferno spielen. Na gut, mein Teammate spielt auch einen Inferno. Komm, 8,5 tot wenigstens. Oh mein Gott. Rieb. Mann, das ist ja Alecho. Das ist nervig. Ich sag gar nichts mehr dazu. Ich kann einfach rein gar nichts. Schöne Verzögerung vom Blitz, also den habe ich gebraucht. Machst mir keinen Sturmschaden. Genau. Jetzt muss ich diesen Zap verwenden. Oh mein Gott, jetzt reicht's. Ich hab den auch gerade eben noch gekillt. Wo liegt das scheiß Problem, Mann? Komm, du, das schaffen wir. Oh Mann. Ich dachte, ich könnte noch irgendwas blitzen. Ach Mann, die einfach gespielt. Das ist doch. Jetzt kommt's nämlich. Jetzt guckt euch das an. Wahrscheinlich wieder faires Matchmaking. Also. Ich mit meinem Level 8, Level 9 Stuff, Level 6 Rare und Level 3, 2 bis 3 epischen. Ja, mein Teammate hat ein bisschen schlechteres Zeug. Ja, guckt euch die ganzen Legendaries an. Obwohl, ich möchte nur was sagen. Level 10, Level. Alter, das kannst du nicht anbieten. Guck dir das an. Level 11. Level 11. Hallo. Level 11. Guckt euch den Schaden, die da machen, an. Level 10, Level. Ach, dann guckt euch mal unser Zeug an. Das ist nicht fair. Guckt die haben Level 8. Die haben Level 8. Der hat Level 8 Rare Cards. Hallo. So, und jetzt möchte ich was vorlesen. Das ist eigentlich bei mir die ganze Zeit so. Die Gegner haben alle höheres Gartenlevel, die haben alle Elite-Barbaren, die haben immer den Turm zerstören oder Kobold-Fässer. Infernos und ich kriege immer nur die schlechten Teammates nichts können ab. Hier zeige ich euch gleich mal. Wir haben drei Clan-Crew. Fair Play für alle Level. Eure Gegner werden nach dem Fähigkeitslevel eures Teams ausgesucht. Der Durchschnitt eures Königslevels, also. Sag mal, mein Teammate kann immer nichts, genauso weil. Also. Ja, also wir beide können immer nichts und die Gegner können immer was. Okay. Guckt euch das an. Ich hoffe, es wird angezeigt. Also ihr seht, noch läuft alles normal.
So, er nimmt einen Blitz. Er blitzt es ganz schön. Nee, das habe ich gemacht. Ich blitze das ganz weg. Ich zepp das schön mit dem Elektroblizzard weg. Ich habe irgendwas gesetzt, damit er nicht allzu viel Schaden macht. So, er hat einen Lava und zum Laufen. Und sein Kack-Tesla. Bitte lasst es jetzt angezeigt werden, denn auf einmal läuftet er irgendwann. Ich fand das so nervig. So, Achtung, ich setze Bogenschützen, Tornado. So, und Teammate ist weg. Teammate ist einfach weg. Er ist einfach weg. Ich wollte versuchen, den Scheiß zu verteidigen. Der Teammate ist einfach weg. Weg, nichts da. Also, ihr seht, er setzt nicht mehr, er ist leer. Die Gegner spielen beide noch. Warte mal. Sehe ich gerade richtig, der eine ist auch geleftet. Bei denen oben. Ja, sein Teammate ist auch geleftet und er hat jetzt einen Feuerball. Okay, Kollege, du tust mir leid. Es war eigentlich ein 1 gegen 1. Letztendlich, aber ich finde es trotzdem einfach nur kacke, wie die Teammates die ganze Zeit leften. Ja, ich habe keine Plätze mehr. Ich werde jetzt die Games auch mal ein bisschen aussparen. Ich kann mir da irgendeine Magiekiste leisten. Bitte setz nichts zu dem Eisgeist, Kollege. Ja, toll, also das Matchmaking ist mal wieder over 9000. Du bist ja so kacke, Teammate. Teammate, du bist so kacke. Sorry, aber das ist ja das. Das ist so eine Setzen lassen. Klon, ja, warte mit dem Zeug, bitte, warte damit. Du bist echt so kacke, oder was? Oh mein Gott, das bringt doch jetzt nichts. Okay, Kollege, das muss ich dir lassen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich dachte eigentlich, es wäre kacke, aber es ist ja nicht kacke. Aber es ist nur kacke. Es macht den Ofen weg, bitte. Packer of Death. Höchst intelligent, danke. Wir blitzen den lieber. Gut, Hilfe! Schön!
Ach man. Also ich sehe, das ist nicht ganz erfolgreich. Ich habe auch echt irgendwie kacke Kartenlevel, finde ich. Er hat Level 6, Level 8. Ach, das geht ja eigentlich voll das Deck. Warum? Warum? Und warum kriegen wir Leute mit einem Packer Level 5? Hallo? So wie das so halbfaires Matchmaking. Ich krieg den Team mit der komisches Deck gespielt. Doppelt komisches Riesenskelett-Klon-Deck. Und ihr Gegner? Die haben ein richtig scheiß, die haben ein richtig scheiße gutes Level. Hallo? So, immer noch bitte an Supercell. Macht, dass dieser komische Abbrechen-Button überhaupt funktioniert. Und macht bitte wenigstens, dass man bei normalen Angriffen gefragt wird. Ich hasse es ganz ehrlich, wenn man nichts hat. Ich würde sagen, den haben wir ganz ordentlich aufgehalten im Push. Digga, was ist das für dich schön? Da kommt jetzt ein totes Push auf uns zu und das ist doch so. Was ist das für ein Feuerball? Okay, die Bogen waren jetzt vielleicht nicht das Beste. Was ist das? Nein! Oh mein Gott. Und Sepp waste ich dafür nicht. Sie wollen Sepp. Ey, das ist Sepp-Bait, glaube ich. Jetzt kommt eh gleich wieder das Goblin Barrel. Das würde ich schon für ein Deck, Alter. Ist das dein Ernst? Nicht reinrennen! Ich kann da nicht alle rein! Was ist denn mit denen falsch? Trotzdem war geil. Leute, trotzdem war das gerade cool. Kurz zu Ende. Falls ihr es nicht gesehen habt, nochmal Replay. Zack, zack, so. Was haben die denn für komische Decks? Der Bank spielt so eine Art Setbait oder sowas. Ach, keine Ahnung. Gegen den scheiß Golem wahrscheinlich. Aber ich habe ein Evesort. Aber wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Das finde ich trotzdem ein bisschen nervig, dass die sowas gespielt haben. Es nervt mich einfach, wie manche Leute spielen. Das ist ja normal Spielweise. Aber das ist so, hätte ich gewusst, dass ein Skelett-Armee kommt, hätte ich gesagt, ich wollte mich den zum Priest zum Turm bringen, damit der vielleicht klonen kann. Hat der einen Klon gehabt? Das hat. Guckt euch das bitte einfach an. Die Sorg Rider, er kommt nicht durch. Ja. Was
bumm, und dann hast sie Glück. Ich finde, ich würde sagen, dich, Kollege, extrem viel Glück, dass ich... Wartet mal. Ja, wieder so ein bisschen Haufen Legendaries und ach, wieder mal das Zeug. Ach, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wieder bin ich nur zu schlecht für diese Spiele, denn meine Gegner sind einfach nur zu gut. Und die sind zu gut. Ja, was spielt ihr denn? Ich glaub, ey. Bin ich Lavalun? Gut. Wow. Hat nicht schlecht funktioniert, muss man sagen. Genau, das ist dein Einsatz. Also ich würde mal sagen, es klappt gerade sehr gut. Die Hexe regelt. Bitte lass das Wonder-Skelett mit mich. Wir kriegen wahrscheinlich einen Freak-Round. Wo es gerade ziemlich knapp war, aber ich habe einen Tornado gehabt und ich wollte eigentlich nur einen Henker setzen, aber der Henker hat nicht geklappt. Kollege, den Labern kannst du, glaube ich, vergessen. Ich bleibe lieber bei einer Krone. Gutes Spiel, würde ich sagen. Tja. Ich habe leider schon das Tageslimit erreicht. Ich hätte mich echt gerne noch ein bisschen Gold. Wir öffnen die Silberkiste, ist mir jetzt eigentlich egal. 62 Gold! Ein Hawk Rider, ich hatte die Legendary Hoffnung. Mann, das kann dann sein, dass jeder. Das geht ja. Kennen bestimmt alle Trimax. Er hat schon. Von dem ich weiß, hat er schon zwei Legendaries aus jeweils eine Gratiskiste gezogen. Warum passiert das bei mir nicht? Guckt euch jetzt an, jetzt kommt irgendein Schrott, den ich nicht brauche. Eisgeister, sag ich doch. Schrott, den ich nicht brauche. Was bringen mir Eisgeister? Die machen eh nur das Gleiche. Die frosten eineinhalb Sekunden ein. Ja, ich frage nachher nach dem Feuerball an, dann habe ich den Level 7. Ich muss mir an die Karten leveln. Wisst ihr, dass ich immer noch traurig bin, dass meine erste Level 7 Rare Card einfach die Rakete ist, aber die macht halt gigantischen Schaden. Die macht 500 Schaden fast am Grund und 1300 Schaden. Juhu! Und jetzt passt auf. Ich könnte den fast Level 5 machen, nun. Tatsache, mein erster Level 5 vor allen Dingen ist Saloon einfach. Aber ist mir egal ums Gold.
So wie es mir wird immer angezeigt, ich krieg wahrscheinlich 400 XP dadurch. Weil ich bei 10, aber Level 10 mit dem Kartenlevel ist halt echt nichts. Obwohl ich finde, das geht eigentlich voll klar. Ich komme echt nur so schlecht vor, aber das geht eigentlich voll klar. Was könnte ich am epischen Sonntag anfragen? Ich kann Poison abben. Was frage ich eigentlich immer an? Ich kann eigentlich nichts. Okay, ich kann nichts, ist auch wahr. Schmeißen also ein bisschen Gold raus. Haben wir die Kanone noch? So, was um noch abzuwerfen? Level 10, weil es einfach kann, weil mir einfach langweilig ist. Alter, guckt euch den Boost an, die Trefferpunkte an meinem Königsturm sind einfach 300 mehr und Alter, der Damage ist real. Komm mir trotzdem so schlecht damit vor. Obwohl, wir dürften jetzt, wenn ich jetzt mit Level 10, anderen Level 10, ja, wir kriegen jetzt auch einen Level 10 Turm. Jetzt sind wir wahrscheinlich nur frisch Level 10 geboostet und sind einfach nur 500 Karten Level über uns, weil wir alles so dumm geboostet haben. Aktivieren wir den Hauptturm, weil damit ist es einfacher. Rennt! Rennt! Mach den kaputt, den scheiß Inferno! Hätte ich den Zap nicht so verkackt, hätte ich bestimmt hingehauen. Danke! Für die Internetkacke. Guck mal, ich finde es so geil, wie der den elektronischen Sound macht. So. Ups, sorry, Dude, das tut mir ehrlich leid. Hast du, warte mal, du hast einen Friedhof. Ja, Internet! Aber wir haben Schaden gemacht. Guckt euch das an. Wir werden jetzt 1-0 Sieg hinlegen. Also ich würde sagen, die Feuergeister hätten sie würden das anders abwehren sollen. Los, meine kleinen Freunde, zerleg diesen Golem einfach in seine Einzelteile, weil ich habe keine Lust, dass selbst irgendwas anderes geht. Den hätte ich jetzt nicht gemacht. Obwohl, doch, der war gut. Und dann sind wir jetzt.